Im Jahr 1996 sprach der damalige Fed-Chef Alan Greenspan von irrationalem Überschwang an den Aktienmärkten. Ich war damals noch ein Frischling an der Börse, aber das hat mich sehr beeindruckt. Die Märkte damals an diesem Tag abverkauft, aber dann die Rallye fortgesetzt. Es war der Beginn der Dotcom-Blase. Es war allerdings auch die Situation, in der Japans Blase bereits geplatzt war, als der Kaiserpalast in Tokio mehr wert war als ganz Kalifornien. Und Alan Greenspan hatte damals diesen Satz gesagt von der Irrational Exuberance, und heute hatte Paul die Gelegenheit, eigentlich gegen diesen irrationalen Überschwang vorzugehen bei diesem Gespräch mit Lagarde, Bailey und Weather, den anderen Notenbankern, aber er hat das Gegenteil gemacht. Er hat nämlich den Fehler begangen, als Sarah Eisen, die CNBC-Moderatorin, ihn fragte, naja, aber diese steigenden Aktienmärkte, ist das nicht eigentlich ungut für die Bekämpfung der Inflation, die ihr hier versucht? Und Paul sagte, nein, alles gut, wir haben andere Dinge, wir achten auf ganz andere Dinge. Dabei ist völlig klar, das hat selbst Ben Bernanke herausgestellt, dass natürlich steigende Aktienmärkte das Konsumentenvertrauen stärken. Wenn das Konsumentenvertrauen da ist, dann kaufen die Leute mehr, dadurch entsteht mehr Nachfrage, dadurch können Firmen die Preise anheben, respektive ist dieses Verhältnis Angebot und Nachfrage im Ungleichgewicht, das wiederum schürt Inflation. Und Paul macht diesen Fehler, obwohl er praktisch letztes Jahr noch in Jackson Hole, August, bei dieser Fed-Konferenz ganz klar auf die damalige Rallye reagiert hatte, als die Märkte in den August massiv gestiegen waren, die US-Märkte klar gemacht hat, Jungs, ich klopfe euch auf die Finger, die Märkte, dann die Rallye abgebrochen, bis Oktober ziemlich stark unter Druck gewesen, und Neil Kashkari hat dann reagiert, anderes Fed-Mitglied, auf diese Rede und hat gesagt, ja, bin ich sehr froh, das zu sehen, dass die Aktienmärkte abverkaufen, weil eben dieser Zusammenhang zwischen Inflation und Aktienmärkten nicht negierbar ist. Dementsprechend ist Paul jetzt offenkundig anders gelagert, und das ist ziemlich weich, was er da gemacht hat, und das Ganze wird eben, und das ist das Problem, wenn du jetzt nicht konsequent agierst gegen die Inflation, und das heißt nun mal auch eine Zeit lang tiefere Aktienmärkte, damit du die Nachfrage nach unten kriegst. Wenn du das nicht tust, dann wirst du immer wieder dieses Feuer austreten müssen, das du eigentlich ja löschen willst, das dann aber immer wieder an anderer Stelle letztendlich auflodern wird. Und so ist das praktisch wie ein Kampf von Don Quixote gegen Windmühlen, den Jerome Powell und die Fed hier führen, wenn man eben nicht konsequent ist, wenn man die Zinsen nicht anhebt, wie jetzt im Juni, aber sagt, ja, aber wir wollen sie dann später da doch anheben. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen halbgar, auch wenn es zunächst mal vielleicht geholfen hat, die Markterwartungen so ein bisschen mit diesem Damoklesschwert, naja, wir werden die Zinsen noch mal weiter anheben wahrscheinlich, zunächst mal steuern konnte, aber die Märkte interessiert das letztendlich nicht. Die tun so, als wären die Zinsen bei Null oder würden bald bei Null sein. Dementsprechend sind vor allem die Bewertungen der großen Tech-Aktien so dermaßen nach oben geschossen, dass man sich schon fragt, wie soll das bloß enden? Und wir sehen hier eine Bloomberg-Headline, Big Tech climbs as Powell downplays Recession. Also wird auch gesagt, nee, Rezession halte ich für unwahrscheinlich. Neben dem Satz, nö, wenn die Aktienmärkte steigen, ist das kein Problem für uns. Das sorgt eben dafür, dass eben genau dieses Spiel weitergespielt wird. Big Tech steigt dann natürlich, und wir sehen sofort die Reaktion der Märkte. Zero DTE Calls heute maßgeblich beteiligt, mal wieder wie gestern schon an dem Anstieg der Märkte. Sicherlich auch die geschorteten Aktien, die hier wieder dann nach oben getrieben wurden. Also er schafft oder er heizt diese Animal Spirits, wie es in den USA heißt, noch weiter an. Das sieht man dann auch bei Nvidia, wo es wahrscheinlich ja so ist, dass die ihre vermindert leistungsfähigen Chips, die sie nach China importiert haben, weil sie nur noch diese A800 Chips importieren durften, ihre Hochleistungschips nicht mehr, weil die USA eben im Konkurrenzkampf gegen China in Sachen künstliche Intelligenz hier weiter vorne bleiben wollen, dass zwischenzeitlich Nvidia die Verluste von fast 5% praktisch wieder gut machen konnte, und das bei einem Unternehmen, das mit dem 40-fachen des Jahresumsatzes bewertet ist, also jenseits irgendwelcher Kosten, die das Unternehmen hat, und immerhin der Umsatz in China bei 21% des
Gesamtumsatzes liegt, aber das stört dann nicht, weil eben diese Animal Spirits dafür sorgen, dass das egal ist, genauso egal wie die Bewertungen. Ich habe hier rechts mal diese Grafik. Ich gehe mal aus dem Bild, meine Damen und Herren, gell? Zack, bums, wieder da. Jetzt sehen wir hier diese Price-Earnings-Growth-Ratio, also praktisch Kursgewinnverhältnis in Relation zum Wachstum der Unternehmen. Und da sind wir bei Microsoft sehr teuer, bei Apple teuer, bei Tesla sowieso teuer. Nvidia ist schon JWD, brauchen wir gar nicht drüber reden, sodass der Nasdaq dann wahrscheinlich das drittbeste erste Halbjahr seiner Geschichte hat absolvieren können, das bei Zinsen von über 5%. Okay, und hier sehen wir mal, wie diese Bewertungsfrage, die ja nicht generell mit einem überbewertet beantwortet werden kann, weil viele Aktien auch an der Wall Street nicht überbewertet sind, aber die großen Tech-Aktien sind derartig überbewertet und eben derartig dominant, weil sie die Indizes mit nach oben ziehen, dass wir insgesamt dann eben von einer Überbewertung sprechen können. Wir sehen, das ist jetzt vom wirtschaftlichen Trend, also wenn man mal die Marktkapitalisierung der Aktien an der Wall Street in Relation zum BIP in Relation setzt, dann sieht man, wir sind weiter von diesem Wachstum entfernt oder von der Wirtschaft entfernt als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase. Und das, obwohl die Gewinnerwartungen für das zweite Quartal bei den US-Unternehmen bei -8% liegt, also eine Gewinnrezession, das wird dann dadurch ausgeglichen, dass man sagt, naja, aber 2024 wird ganz großartig wegen KI und so, nicht? Produktivitätswachstum to the moon. Da braucht man dann mit alten Kategorien wie Bewertungen gar nicht mehr daherkommen, gell? Weil KI geht, es gibt dann gar keine Mitarbeiter, sondern nur KI. Damit sparst du jede Menge Geld als Unternehmen. Fantastisch, gell? Ein Traumumfeld, was da der Fall ist. Nein, das wird natürlich nicht so sein. Und das Erstaunliche ist, dass eben die Indizes sich auch entkoppeln eigentlich von der Liquidität. Und Liquidität hier im gemessen an Fed Balance Sheet, also Bilanzsumme minus Treasury General Account, also diesem Konto von Finanzministerin Yellen. Wir sehen, da geht die Liquidität oder ist nach unten gegangen, die Aktienmärkte, vor allem der Nasdaq, aber nach oben gegangen auch der S&P 500 mit der Folge, dass US-Aktien, Large Caps, also die großen Aktien, die teuersten sind weltweit, mit einem durchschnittlichen KGV von 19,4, dagegen Europa und UK deutlich, deutlich günstiger. Das heißt, das ist ein riesiges Bewertungsgap, was da der Fall ist, eine Bewertungslücke, die der Fall ist. Und Paul hat gesagt, ja, Rezession halte ich für unwahrscheinlich, aber schauen wir uns eben auch mal die Entwicklung der Geldmenge an, M2 in den USA, genauso im freien Fall wie letztendlich in Europa. Wir sehen hier, die Zahl der Bankrotte schießt relativ deutlich nach oben. Hier dieser Chart von Thorsten Swork und die Frage, wo bleibt die Rezession in den USA? Okay, was auf jeden Fall der Fall ist, es gibt gewisse Rezessionsgefahren. Ich glaube, da kann man nicht wirklich drüber diskutieren. Es kann sein, dass die Rezession mild ausfällt oder vielleicht vermieden wird, aber die Gefahr ist da. Das haben wir ja in den Einkaufsmanager-Indizes in so vielen Frühindikatoren, in so vielen Parametern gesehen. Und dennoch die Volatilität, also die Angst an den Aktienmärkten, extrem gering. Normalerweise sehen wir dann ab Juli, genauer gesagt ab August, steigt dann normalerweise der VIX, also hat eine bessere Zeit. Und hier nochmal, was praktisch alle gesagt haben, nicht nur Paul, sondern auch Lagarde, ja, Rezession, naja, sehen wir eher nicht, ist eine Möglichkeit, aber halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Dabei sehen wir schon, dass zum Beispiel die Tech-Capex, also praktisch die Investitionen in Tech, deutlich zurückgehen in letzter Zeit und praktisch sich nie so richtig erholt haben. HSBC etwa ist dann auch in dem Camp, die sagen, doch, die Rezession wird kommen und die wird schon relativ bald kommen, denn Europa ist sozusagen die Achillesferse von Europa, wird diese Schwäche dann sicher auch auf die USA übertragen. Und schauen wir uns mal an, warum jetzt vielleicht die USA noch nicht in der Rezession sind, dann weil eben so viele Fabriken gebaut werden in den USA. Erstens durch den sogenannten Chips Act. Die Amerikaner wollen in Sachen Chips natürlich die Dominanz behalten, passt zu Nvidia von vorhin. Und
durch den Inflation Reduction Act fließt wahnsinnig viel Kapital in die USA, werden Firmen aufgebaut, ganz im Gegensatz zu Deutschland, die absteigen, sich deindustrialisieren, Kapitalabflüsse verzeichnen müssen. Und hier schafft es also Biden, der heute gesagt hat, Putin hat den Krieg im Irak verloren. Und in der Tat, heute haben die Ukrainer die irakische Stadt Kachowka erobert wieder. Also Biden, der manchmal doch ein bisschen senil daherkommt, aber in Sachen Wirtschaftspolitik, in Sachen Reindustrialisierung ist er immens erfolgreich. Das darf man nicht vergessen. Also, das ist die Situation und jetzt kommen wir nochmal zurück zu Europa. Diese Schwäche, die von Europa wahrscheinlich auf die Weltwirtschaft übergehen wird, die Chinesen sowieso sehr, sehr schwach auf der Brust. Hier sehen wir mal das Rezessionswahrscheinlichkeitsmodell basierend auf dem eigenen EZB-Modell bei 100% derzeit. Deutschland ist ja schon in der Rezession, gleichzeitig, wie erwähnt, schon auch in der Eurozone, Geldmenge M2 im freien Fall. Das bedeutet, wenn wir mal die Geldmengenentwicklung neben die BIP-Entwicklung hier legen, dass wir wahrscheinlich weiter schwierige Quartale vor uns haben werden. Wir sehen das bereits in der Kreditvergabe. Da ist ein deutlicher Abschwung erkennbar durch die europäischen Banken. Und so ist es kein Wunder, dass wir hier bei dem Economic Surprise Index von Goldman Sachs sehen, dass die Eurozone am negativsten überrascht, was die reinkommenden Daten in Relation zur Erwartung betrifft. Von allen, da ist die USA im Positiven, UK ist im Positiven, liegt dort am Arbeitsmarkt, der extrem eng ist, deswegen sind dort die Arbeitsmarktdaten ständig besser. Aber Europa und China ganz unten, und das ist ein bisschen too much, um nicht wirklich sich sehr, sehr negativ auf die Weltwirtschaft auszuwirken. Und ein Problem sind natürlich die gestiegenen Zinsen. Nicht nur in der Eurozone, weltweit kann man sagen, oder in den USA, aber auch in den anderen westlichen Ländern. Und jetzt gibt es verstärkten Gegendruck. Giorgia Meloni, die italienische Ministerpräsidentin, hat das nochmal wiederholt im Prinzip oder weiter ausgeführt, was Salvini von der Lega Nord schon gesagt hat. Diese Zinsanhebungen, die sind schädlich für die Wirtschaft, das können wir nicht verkraften, zumal die Italiener ja sehr, sehr stark verschuldet sind. Unsinnig und gefährlich. Erste Artikelempfehlung. Es wird also geschossen wieder seitens der Italiener gegen die EZB. Und dann eben die Frage, wo bleibt sie denn, die Rezession in den USA? Hier nochmal ein wunderbarer Artikel, der diese Frage genau in den Blick nimmt. Wann kommt die Rezession? Zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung. Die EZB will jetzt den digitalen Euro einführen. Darüber haben wir heute berichtet und kein Wunder, dass man gestern oder vorgestern massiv gegen Kryptowährungen geschossen hat. Die sollen weg, damit der digitale Euro dann an dessen Stelle treten kann. Das ist die dritte Empfehlung. Also diese drei Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.